Okkultismus. Ich wollte mal dieses Holzrohrbrummen, das habe ich schon, warte mal. Das hier, und hier brauchen wir jetzt diese komische Pumpe. No, ich kümmere mich mal um die Pumpe, warte, die ich mal da brauche. Und hier rein braucht man bloß ein Pflaster, Wasserrohr. Ich befasse mich um das Fressensproblem. Das binden wir dann hier an. Was? Wir versuchen unsere Energieprobleme. Ja, was macht das. Warte mal, wie hieß denn das eine, was ich hatte? Verbrennungsmotor, aber nie das Verbrennungsmotor, sondern das... Durch. Wieder so eine Frage zwischendurch. Ja. Das Rohr, wo, also die Lava, wo das herkommt, ist da bestimmt auch eine Pumpe dran, oder? Ja. Du musst ja hochpumpen. Die musst du hochpumpen, die muss bleiben. Kannst du die mal ausschalten? Die... Damit sie aufhört zu pumpen erstmal. Die denkt, die würde auszahlen, weil die Kinder. Wer bist denn du? Guck, keine Kohle. Ach, das ist Schlangi. Das ist Schlangi. Nee, dass hier nämlich die Pumpe ausgeht, weißt du? Dass erstmal nicht mehr hochgepumpt wird. Nee, das passiert nicht. Wir können von hier auch dann weiterleiten, ist egal. Nee, wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel wegreiße, ob das hier nicht dann ausläuft? Nein, dieses Wasser, dieses Rohr läuft nicht raus. Deswegen ist die Dichtung. Da haben wir dieses Kohle. Eier. Nee, Eier nehmen wir wieder zurück. Ich versuche mal hier. Nur das Nachteil, wenn du jetzt hier rausmachst, geht's leider. Die Lava verloren, weißt du, auch aus den Tanks, wenn du jetzt aus, das so einfach abreißt. Quarzkristall habe ich gerade abgebaut. Oh, das ist gut. Was man hier alles so findet. Ach so, warte mal. Pistons, hier wurden Pisten nochmal hergestellt. Muss ich hab's noch mal oben genug. Nee, normale brauche ich ohne. Oh, diesen Clipper gelumpet dran, weißt du. Aha. Ich gehe nochmal rüber. Ja. Du brauchst Holz, du brauchst Stein. Oh. Eisen und Redstone und Schlange. Scheiß doch auf Schlange. Du willst jetzt eine Pumpe bauen oder was? Cool, ich hab Schlange in die Hand genommen. Yeah. Ja, ich brauch eine Pumpe. Okay, Pumpe. Ey, warum ein Eisen? Mal gucken, auf welcher Seite das ist hier mit der Pumpe. Ach doch, 6. Wenn das einigermaßen sortiert wäre, dann wäre das gut. Was zusammengehört und was nie so. Ja, man muss sich leider angewöhnen. Mal hinschreibe. Pumpe. Funktioniert nicht. Pumpe doch, ja. Minenbohrer. Eine TBM? Eine TBM? Tank und Minenbohrer ergibt Pumpe, stimmt das? Ich habe keine Ahnung, ich sehe keine Rezepte. Steht hier so da. Ich sehe keine Rezepte. Ja, wenn es stau steht, stimmt's, dann stimmt's, ne? Und Elektrik und andere komische Zellen ergibt auch Pumpe. Nur gibt's verschiedene Rezepte, ist ja nicht nur das Ähnliche. Also das Ähnliche, weißt du, was ich meine? Ja, ich suche ich, aber die Pumpe, die du suchst. Nee, brauchst du nicht, bastel schon. Warte mal, wofür waren die Schienen hier? Wofür waren die? Da sollte eigentlich der Bahnhof noch hin. Ah. Und zur Ölquelle. Also Öl müssen wir leider kühlen, wenn wir das nicht machen, dann macht's Bumm. Ja, und wie willst du es kühlen? Ja, mit Wasser, mit Wasser oder sowas. Wir haben da, gibt sogar ein Wasserkraftwerk. Kann man das später auch was draußen. Pisten, Glas. Oh, ich höre eine Mieze. Ist hier draußen. Ja, ich will. Ich, hast du das ganze Glas benutzt? Ja, ich brauche immer noch mehr Glas. Noch mehr. Das ist ein einziges Glas brauche ich. Ein einziges. Ich habe nichts mehr, tut mir leid. Kommt da ins Bett, dann tue ich dann morgen erstmal das Glas abbauen. Ja. Ich muss erstmal was fressen, wenn es erlaubt ist. Ja. Ich passe bloß mal auf, dass ihr. Ich tue dann Schlange mal später in mein Zimmer, dass die nochmal in Lagerung klettert. Oh, das ist ein riesengroßer Golem, der. So ein Verwandlungsgolem. Nee, geh weg von denen, bitte geh weg. Ich sehe den von Weitem. Wo bist du? Auf dem Dach. Auf dem Dach, warte mal, ich komme gleich. Ich komme gleich, ich spanne gleich mal mein. Wo ist denn der? Ich spanne mein. Hauen wir drauf? Warte, ich tu mal kurz den Skorpion dort mal entfernen.
Wollen wir? Ich schieß los. Okay. Nein, weh, das zerstört uns hier alles. Nochmal, ah ne, geht ja nicht. Ich sehe nicht mehr. Komm, dann geh mal ran und wir machen den kalt. Ich ja, du, schlaf. Dirk, du hast doch gesagt, da ist irgendwas Kostbares drin, da holen wir Ja, dir das jetzt mal. immer was der in der Mitte hat als Herz, das kriegst du. Wenn du einen Diamantblock hast, kriegst du einen Diamantblock. Wenn er in alles, was er hat, oder Eisenblock, kriegst du einen Eisenblock oder sowas. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich bin hinter dir. Ich bin im Bett. Ich warte auf euch, Bus. Oh, hier ist ein Geist. Und eine Scheißhausfliege höre ich jetzt. Die nehmen mir eine Scheißhausfliege. Ey, weißt du, was ich dort alles schon draufgeballert hab? Ja, der hält was ab, der Junge. Hier sind Geister. Die sind stark, das sind die stärksten Viecher, die es gibt, diese Golems, die sich das Zeug zusammen machen. Ich bin tot. Hast du mich abgeknallt? Na toll. Da kommt ja mir in die Quere. Ich stehe doch die ganze Zeit still da. Nein, du bist gelaufen, bist du. Bin ich nicht, ist das ein Geist, diese komische Geräusche? Komm her jetzt. Da kommt der mir in die Quere, das gibt's doch wohl nicht. Ich hab ihn gekillt. Gehst du mal gucken, wegen dem Zeug? Ja. Ich hab ihn gekillt. Ey, da könnt. Warum kommst du mir in die Quere, Sven? War ich doch nicht, ich stand da die ganze Zeit. Achso, wo steht denn ob dieser General hat nichts fallen lassen. DW-Fressorator, den du gemacht hast? Im Lager? Nee, in einem Haus, der dafür geplant gewesen war. Scheiße! Was? Oh, hier ist eine Kackfliege neben mir irgendwo, dort im Bett. Scheiße! Svenne? Eine Wespe ist drinne. Svenne, weißt du ich ungefähr, was du noch hattest? Nicht ganz. Zumindest nicht viel. Guck mich nicht so an mit ich deiner Arme, ich hab auch nimmer viel. Hier gibt's einen Geist, ich hör den wohl. Wir gehen lieber ins Bett und dann... Ja. Nee, Glas. Geht nicht. Ich bitte kann Glas. Nicht mit Glas. Ich kann nicht schlafen. Ich Geist, nicht schlafen. Ein Geist ist irgendwo hier, ich hör den. Bestimmt unten. Unter mir. Geh mal runter nochmal. Ich geh auf Geisterjagd. Du, Svenne, das tut mir echt leid. Scheiße. Scheiße. Wir haben ein Problem, Svenne. Was? Geh mal auf den Balkon. Ja, muss ich auch. Also den Geist habe ich gekillt. Wir haben ein anderes Problem. Wo denn? Golem? Ich hab dort hinten? Ja, der ist ja weit genug weg. Der ist harmlos. Kommt ein Bett. Ich hab ihn gekillt. Ey, du, die Armbrust, die ist so pornös. Ich hör immer ey. Noch den Geist. Du, ich hab einen gerade gekillt. Ich hör den immer noch. Nee, hier ist noch was. Ich hör den voll Esse hier, wo ich im Bett liege. Ob der gleich unter mir ist oder neben mir. Gut, ich hab ihn. Der ist unter dir. Ich hör immer noch, glaub ich, oder? Warte. Nee, ist Ruhe. Ich hol dann schon mal eben mal Sand, dass ich das die Pumpe basteln kann. Unterm Balkon hing der fest. Furchtbar ja. Alles wegen Sven muss ich jetzt umbauen. Wie war nee, das ist besser so. Ein Glas brauche ich bloß, eins ist Glas. Ach ja, genau, Glas brauchte ich ja auch noch. Schau ja, mal, ich kann dann nochmal Glas sammeln. Wo sind denn die? Wo sind denn die? Wo sind denn die Gläser? Sammel mal, ich hol mal meine Schlange. Wir müssen neu machen. Mein Zimmer. Du hast ja alle verbraucht. Vielen Dank. Ich mach denn das Schaf hier und wir brauchen Matthias, neue. Halt. Wir brauchen mal neue Treppen. Was denn? Du musst noch eine Schaufel und Spitzhacke haben. Das brauche ich zum Abbauen und alles. Ja, komm her. Spitzhacke. Schaufel. Noch was? Und noch fällt mir noch nicht ein. Ich sag, meld mich schon wieder, wenn ich was merke. Komm, Schlangi. Ach, ein Löwe. Ich hab die Schlange in der Hand. Guck mal hier. Guck mal, Sven. Nee, geh weg hier. Leg die durch zu mir ins Zimmer, guck mal. Mach ich die. Hab einen Dorfbewohner gekillt. Guck mal, die. Ja, ist gut. Was? Hä? Bleib mal stehen, komm mal her. Das ist meine Schlange, die tötet die durch mein Zimmer. Mach ich auch nicht, ich will da bloß angucken. Hä? Die hast du jetzt zwei Striche? Ja, die ein bisschen verletzt ist die, weil die durch die Tür gequetscht war. Hier ist eine Ratte, ja, eine große. So eine Dämonenratte oder sowas. Ich komme, Dirk. Wo denn? Und Gehege. Nie weg, Schlange, kommst du mein Zimmer? Ich würde mal die Schlange füttern, vielleicht wird sie wieder normal. Ja, aber durch die Tür quetscht es nie so gut, habe ich festgestellt.
Ja, warum quetschen die auch zwischen die Türe? Ist ja Gott, Schlange! Das ist ein tot! Löwe. Na toll, die Schlange ist tot. Ist gar kein Glas mehr hier drin? Ich tu grad Sand abbauen. Es waren zwei Öfen mit zweimal Glas, also zwei Glas drin. Zwei Öfen voll. Voll, Glei? Ja. Ja, ich musste ja diese Behälter herstellen, das braucht ganz schön viel Glas, sorry. Toll. Ja, ich baue jetzt wieder ab und mach wieder. Ich will noch Aquarium haben, ich brauche Fisch. Ich brauche auch was Glas. Was du alles haben willst? Will ich mein Zimmer stellen, wo der Kälens haben? Doch, aber du brauchst uns doch jetzt. Ja, brauche ich auch Glas. Das Wichtige ist hier das Gewächshaus, das was mit Glas. Ich denke, man muss dann ins Wasser gehen und dann, glaube ich, das Aquarium zweite Rechtaste drücken, dass so ein Neonfisch eindammt ist. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ich weiß. Und Treppen brauchen wir bestimmt auch jetzt langsam mal fürs Lager. Hinten, wo Wasser zerstört hat. Komm mal mit, Matti. Komm mal her, Dirk. Dirk, komm mal her. Ja. Siehst du das hier? Komm mal cool. Her. Mach mal die Tür zu, hinter dir. Siehst du das hier? Die zweite Reihe? Hier die zweite? Die ist voll, nur das fertig. Wollte ich, ja genau, das wollte ich dir zeigen. Dann benutzt es immer eine, wenn du damals glaube ich drei ein und dann benutzt du eine zum Pflanzen. No? Und wenn du die im Ofen kochst, ja? No. Da hast du mehr, als wenn du die roh frisst. Das ist cool. Und die Möhren, hier, no? Die damit fängst du und vermehrst du die Schweine. Die Schweine noch. Das ist gut, aber wir müssten mal wieder Schweine und sowas machen und sowas, weil hier gibt's ja auch Haufen hier. Ja, mach mal, warum machst du die Tür nicht zu? Und Treppen brauchen wir auch mal fürs andere Lager. Man kommt Gold. Du könntest ja auch mal eine Trockplatte machen. Da braucht man hier die Tür nicht immer wieder zumachen. Warte mal, ich hab glaube oben bei mir noch eine. Ja, die kannst du dann davor legen. Wenn ich jetzt mich nicht irre. Ich hoffe mal nie, dass du dich irrst. Ist jetzt zwar dekonstruktiv, aber was ich hier mache, ist ja egal. Nee, ich hab doch. Nee, kontraproduktiv ist das. Nicht aber ich kann ja eh nicht so basteln. Ja, ja. Weißt du, wie das geht? Ja, das weiß ich. Dann ist ja gut. Ich glaube, oben hat man noch eine. Ist egal. Mach einfach. Mach einfach, wie du denkst. Draußen eine Trockenplatte oder drinnen? Draußen. Und Wege müssten wir auch mal basteln, dass es schöner aussieht. Ja, da würde ich empfehlen aus gut. Kies machen, das sieht schön aus. Also wie vorne bei der Lager so der Kies. Aber wie ist das mit den Treppen? Treppen werden auch farbig, oder? Warum oben das passende Holz, oder? Ja. Weil wir das andere Lager, was leider die Treppen kaputt sind, wo der Sven das gemacht hat. Ich nehme bloß mal drei Gläser raus. Matthias, ich habe drei Öfen mit Glas voll, bitte. Oh, das ist schön. So, wie war denn das? Ich hab wieder was zu fressen. Rohes Fleisch. Wer ist ein Küchenmeister? Hammer gehen. Einfach in den Ofen schmeißen, dann haben wir's, ja. Nee, ich tue das hier in die Kiste, in die erste. Ich höre irgendwo einen Slime. Ja, draußen. Ihr wisst, das verrottete Fleisch könnt ihr auch fressen, ja? Ja. Ja, könnt ihr auch fressen. Ihr werdet nie dran sterben. Nur zur Info. Haben wir noch so Kohle? Kohle hatte ich da noch, ne? Hab ich. Kohle meine ich. Reicht eh nicht. Die Pumpe braucht bloß eh nicht. Komm her, komm her. Braucht bloß eh nicht zum Laufen. Hier, in der Kiste. Ich hab doch. In der Kiste. Gut. Nur wenn man die an- und ausmacht, braucht die leider mal mehr. Das ist ein Nachteil. Deswegen will ich nicht die Maschine immer dauernd an- und ausmachen. Was brauchen wir denn hier noch? Mal gucken. Hier, Svenne? Tu ich mal. Hier in der Kiste werden auch die Federn und das Eisen gelagert, okay? Damit wir uns Bolzen machen können. Wie macht man eine Redstone-Fackel oder sowas? Ach gut, kann man ja schalten. Redstone-Fackel machst du mit einem Stick und machst du einen Redstone drauf. Ah, gut, shit. No. Ich hab eh, gut. Ich mache ja die Pumpe noch nicht an, bloß dass ich das schon mal hab. So. Wie kann man das dann verbinden? Weil die Lava tut sich unten, glaube ich, langsam neigen. Pumpt kaum noch hoch. Na eben. Ja, eben, das ist ja wohl normal.